Galerie Rauminhalt. Unter Vorbehalt. Wir sehen hier eine Serie an Fotografien, die ich heuer im Jänner, im Winter angefertigt habe in Moskau. Es geht um ein Arbeiterkulturhaus der ehemaligen Automobilfabrik ZIL. Die Automobilfabrik ZIL hat ganz tolle Karossen gebaut für Brezhnev und war in der Lkw-Industrie richtig groß verankert, die größte russische Automobilindustrieanlage. Mittlerweile, heute 2020, ist diese komplette Industrieanlage geschliffen. Es ist ein neues Wohngebiet in Moskau entstanden. Der einzige Baukörper, der noch da ist, ist dieses Arbeiterkulturzentrum. Ich war tatsächlich eigentlich nach Moskau eingeladen, um eine andere Arbeit zu präsentieren. Dann hat sich nur herausgestellt, dass es ein Missverständnis in der Kommunikation gab. Die Ausstellungsveranstalter wollten nämlich schon ein Jahr früher als unsere Partner hier in Wien ausstellen und somit konnte diese Serie noch nicht präsentiert werden. Und ich war aber gleich so fasziniert von dem Haus, dass ich noch am Konferenztisch in der großen Besprechung, wo plötzlich alle Gesichter lang geworden sind, habe ich gesagt, hey, aber ich hätte eine Idee. Wir setzen dieses Haus selbst in Szene und präsentieren endlich die Räume, die vielleicht gar nicht alle öffentlich sind oder die vielleicht gar nicht für alle zugänglich sind oder die gar nicht alle kennen, und machen sozusagen im Haus eine Show über die tollen Orte des Gebäudes. Die Architektur stammt von den berühmten Vesnin-Brüdern. Dieses Haus ist so in den 1930er Jahren ursprünglich entstanden und wurde in den 70er Jahren überformt. Also sehr beeindruckt hat mich die Gesamtheit des Areals, die Gesamtheit des Gebäudes. Manchmal ist es fast, tut es einem weh, hier ins Detail zu schauen. Das Gebäude ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Architektur ist, die Betonkonstruktion, extrem unter Mitleidenschaft gezogen. Man sieht, dass seit Jahrzehnten nichts passiert ist, also auch nicht leichte Sanierungs- oder geschweige denn Restaurierungsmaßnahmen. Es wird seit Jahren gekämpft, dass Mittel aufgestellt werden, dass dieses Gebäude saniert wird. Es ist auch zum Beispiel das Planetarium oben, man sieht das ja an der auskragenden Kuppelform am Dach, ist schon lange nicht mehr in Betrieb, aber nicht, weil die technischen Anlagen, die 200 Jahre alt sind, aber ein traumhaftes technisches, optisches Gerät sind, nicht, weil die nicht funktionieren, sondern einfach, weil die Kuppel nicht mehr aufgeht. Naja, in meiner Arbeit geht es ja grundsätzlich darum, dass ich sehr genau beobachte, sehr genau hinschaue und durch einen, wahrscheinlich kann man schon sagen, liebevollen Blick die Qualität in einer Architektur sichtbar mache, auch wenn sie vielleicht für die Betrachterin, den Betrachter vor Ort im ersten Moment nicht so leicht zu erkennen ist. Mir gelingt das zum einen durch eine ganz traditionelle Arbeitsweise. Ich belichte großformatige Filme, ich mache sehr wenig Aufnahmen, ich setze mich vorher sehr konzentriert auseinander mit den Lichtbedingungen, mit den räumlichen Gegebenheiten, mit der Witterung, mit dem Sonnenstand. Es gibt zum Beispiel ein Foto, wo wir von außen das Haus im Schnee stehen sehen, und ich habe das tatsächlich mir skizziert vorher, noch lang bevor ich in Moskau war. Ich habe geträumt einfach davon, man dachte, Moskau und es ist Winter, es wäre so schön, wenn es dort schneit, frischer Schnee liegt, noch nicht geräumt ist. Und dann hatte ich dort vor Ort noch das große Glück, dass ein Hund, ein riesiger, großer, schwarzer Hund, hat die Kamera gesehen und ist plötzlich stehen geblieben, mitten im Bild. Erst viel später bei der Eröffnung der Ausstellung habe ich dann erfahren, weil es mir gelungen ist, Kontakt mit der Besitzerin aufzunehmen, dass das ein World Champion ist. Der Hund ist weltbekannt in der Rasse der Bouviers und ist schon millionenfach fotografiert. Und weil er meine Kamera und Stativ gesehen hat, geht er automatisch auf irgendwie Pose. Und so hat sich diese Situation ergeben. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Geplant war Schnee, aber ich konnte es mir auch nur wünschen.